Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das Grundgesetz feiert seinen 75. Geburtstag und wir feiern natürlich mit. Geschaffen vom Parlamentarischen Rat, an dem die Vertreter in Berlins übrigens nur mit beratender Stimme teilnehmen konnten, trat es am 23. Mai 1949 in Kraft. Bayern hatte damals übrigens nicht zugestimmt. Es war ein historischer Kompromiss, vor allem zwischen Union und SPD. Nach den Erfahrungen der barbarischen NS-Zeit mit dem Versuch der vollständigen Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden steht die Würde des Menschen im Mittelpunkt des Grundgesetzes. Sie prägt das zentrale Menschenbild und ist das zentrale Prinzip des Grundgesetzes. Nie wieder soll der Mensch zum reinen Objekt staatlichen Handelns gemacht werden dürfen. Artikel 1 definiert die Würde des Menschen nicht nur als unantastbar, was heute schon gesagt wurde. Er verpflichtet auch alle staatliche Gewalt, sie zu schützen und zu achten. Und das ist auch für uns Auftrag. Das wirkt schlicht, ist aber die zentrale Herausforderung der Demokratie. Die Würde des Menschen findet sich im Diskriminierungsverbot des Artikel 3, aber auch in der Ewigkeitsgarantie des Sozialstaatsprinzips. Das wurde hier in manchen Reden vergessen. Wie alle 75-Jährigen hat auch das Grundgesetz einige Veränderungen durchgemacht. Genau genommen 67. Eine der positiven Änderungen bezieht sich auf den Artikel 3. Das Grundgesetz hatte sehr viele Väter, aber wie es heute auch schon gesagt wurde, nur 4 Mütter. Ihnen ist der damalige Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz zu verdanken. Dieser sah die Gleichberechtigung von Mann und Frau vor. Und trotzdem durften Frauen in der BRD bis 1977 nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes einer Erwerbsarbeit nachgehen. Im Jahr 1994 wurde deshalb der Auftrag an den Staat, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, im Grundgesetz verankert. Gut so. Und um diesem Auftrag auch gerecht zu werden, haben wir gemeinsam noch eine ganze Menge zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir über 75 Jahre Grundgesetz reden, müssen wir aber auch über die Veränderungen reden, die 49 wahrscheinlich noch völlig unvorstellbar gewesen wären. Wie die Einfügung der Wehrpflicht 1968 oder die Unverletzlichkeit der Wohnung wurde 98 gegen breite Proteste hin eingeschränkt, Stichwort großer Lauschangriff. 1993 wurde das Grundrecht auf Asyl in Artikel 16 de facto abgeschafft. Es war eine direkte Lehre aus dem bitteren Schicksal vieler Verfolgter, die wegen Ab- und Ausweisung anderer Länder der Ermordung durch den NS-Staat nicht entkommen konnten. Der einfache, aber so wichtige Satz, politisch Erfolgte, Verfolgte genießen Asyl, wurde mit dem neuen Artikel 16a relativiert. Das sind Änderungen, die man durchaus als Einschränkung des ersten und wichtigsten Artikels verstehen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, wir sind uns einig. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist mittlerweile möglich und das ist auch gut so. Die Würde des Menschen gebietet es, dass erwachsene Menschen, die sich lieben, und die Ehe, auch die Ehe eingehen können. Aber das Bundesverfassungsgericht hatte das über Jahrzehnte hinweg anders gesehen. Und erst nach der gesetzlichen Öffnung der Ehe für alle dann festgehalten, dass die Ehe im Sinne des Grundgesetzes eine rechtlich verbindliche, im Grundsatz auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft ist, völlig unabhängig vom Geschlecht. Damit hat das Verfassungsgericht eine gesellschaftliche Debatte nachvollzogen. Das Grundgesetz nach seinem Grundsatz im Sinne seiner Zeit zu interpretieren und zu diskutieren, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und die gehört zur Pflege des Grundgesetzes dazu. Und genau im Sinne dieser Pflege des Grundgesetzes diskutieren wir derzeit auch den Volksbegriff. Im Artikel 20 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da steht nicht vom deutschen Volke. Es kann nicht im Sinne des Grundgesetzes sein. Ich bin der Überzeugung, es kann nicht im Sinne des Grundgesetzes sein, dass ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner zwar der Staatsgewalt unterworfen ist, aber wegen der falschen Staatsangehörigkeit nicht wählen oder abstimmen kann. Das muss sich endlich ändern, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.
Die Würde des Menschen als zentrales Prinzip des Grundgesetzes wird derzeit vielfältig in Frage gestellt. Alle Demokratinnen und Demokraten müssen es gegen Angriffe verteidigen von jenen, die die Würde von Abstammung, von Geschlecht oder Religionszugehörigkeit abmachen wollen und die mit Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit nichts anfangen können. Kollegin Jarasch hat dazu schon viele kluge Ausführungen gemacht und ich möchte mich den Appellen vom Kollegen Stettner und vom Kollegen Saleh anschließen. Gegen die Faschisten müssen die Demokratinnen und Demokraten gemeinsam das Grundgesetz verteidigen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns auch ehrlich machen, der Aufstieg von Faschisten ist nicht die einzige Gefahr für unsere Verfassung. Es macht mir Sorgen, wenn aus demokratischen Parteien und der Mitte der Gesellschaft heraus das Sozialstaatsprinzip in Frage gestellt wird, obwohl es der Ewigkeitsgarantie unterliegt. Wenn das Existenzminimum plötzlich nicht mehr für alle Menschen gelten soll und in Zeiten der Inflation ernsthaft darüber debattiert wird, ob es nicht noch zu hoch sei. Wenn die Krankenhausversorgung der Profitmaximierung unterworfen wird und damit die Behandlung von Kranken in Frage gestellt wird. Das Grundgesetz ist doch keine Schönwetterveranstaltung. Es muss auch in schwierigen Zeiten gelten. Die Freiheitsrechte des Grundgesetzes und die Ewigkeitsgarantie des Sozialstaatsprinzips müssen gerade dann verteidigt werden, wenn sie beispielsweise wegen Wirtschaftskrisen oder verschärfter Sicherheitslagen unter Druck stehen. Denn gerade dann werden sie am dringendsten gebraucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Berlinerinnen und Berliner haben im Jahre 2021 die Entscheidung getroffen, den Artikel 15 des Grundgesetzes zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik zur Anwendung zu bringen und eine Vergesellschaftung von Grund- und Boden großer Immobilienkonzerne vorzunehmen. Diese historische Chance war dem Engagement vieler ehrenamtlicher Aktivistinnen und Aktivisten von Deutsche Wohnen & Co. Enteignen zu verdanken. Es gab von konservativer und wirtschaftsliberaler Seite eine massive Gegenkampagne mit teils wirklich absurden Argumenten. Und deshalb muss ich es hier nochmal klarstellen. Vergesellschaftung ist kein Teufelszeug. Sie steht im Grundgesetz. Der Parlamentarische Rat hat sie ausdrücklich vorgesehen. Und Rat Saleh hat daran erinnert. Nur deswegen hat die SPD damals dem historischen Kompromiss zugestimmt, liebe Genossinnen und Genossen der Sozialdemokratie. Und selbstverständlich messen wir euch auch daran. Artikel 14, der die Enteignung regelt, und Artikel 15, der die Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln erlaubt, sind seit der Verabschiedung des Grundgesetzes seit 75 Jahren unverändert geblieben. Enteignet wird übrigens permanent wegen Infrastrukturprojekten wie Autobahnen und Pipelines zum Beispiel. Und natürlich gibt es die Eigentumsgarantie im Artikel 14, aber eben auch die Möglichkeit der Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit. Manchmal scheint es mir so, als würden manche Marktgläubigen einen Grundgesetzartikel nicht bis zum Absatz 3 lesen können. Meine Damen und Herren, wenn der Volksentscheid endlich umgesetzt und Grund und Boden großer Immobilienkonzerne nach Artikel 15 vergesellschaftet wird, schließt das eine nach Profitmaximierung ausgerichtete Bewirtschaftung aus. Und deshalb kommt ja auch der Aufschrei der Immobilienlobby. Aber der Zweck von Wohnungen sollte doch sein, dass Menschen darin leben können. Nach einer Vergesellschaftung würden die Mieten nur noch zur Bewirtschaftung und Instandhaltung, energetischer Modernisierung und zur Kredittilgung benutzt. Sie würden also nicht mehr steigen und das hätte dann auch über den Mietspiegel Auswirkungen auf den Mietenmarkt allgemein. Also, fassen wir zusammen. Es geht darum, einen zentralen Artikel des Grundgesetzes endlich zum Leben zu erwecken. Es geht darum, dringend benötigten Wohnraum und den Umgang damit zu demokratisieren. Und drittens, die Berlinerinnen und Berliner haben das auf eigene Initiative mit einem direktdemokratischen Instrument erkämpft. Also, meine Damen und Herren, ein demokratischeres und damit würdigeres Geschenk als ein Vergesellschaftungsgesetz kann ich mir zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes kaum vorstellen. Der Volksentscheid muss endlich umgesetzt werden. Und
Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir hier so schön zusammen feiern, kann ich es Ihnen nicht ersparen, doch auf die aktuelle Situation in Berlin einzugehen. Seit x Sitzungen verweigert die Regierung dem Parlament die Debatte, wie sie gedenkt, mit der Haushaltssituation umzugehen. Die Stadt lebt in Unsicherheit über die zukünftige Finanzierung der Daseinsvorsorge. Die Schuldenbremse wurde 2009 im Grundgesetz eingeführt und heute ist wohl für alle sichtbar, dass sie im Konflikt steht mit anderen Aufgaben, die im Grundgesetz verankert sind. Beispielsweise der im Artikel 20a festgeschriebene Verantwortung, die natürlichen Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen zu schützen. Und diese Debatte heute wäre eine gute Gelegenheit gewesen, dass der regierende Bürgermeister mal darstellt, wie er die Reform der Schuldenbremse vorantreiben will und dafür Mehrheiten organisiert. Aber vielleicht erhält uns ja auch die Senatoren zu diesem Thema noch. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Linke wird das Grundgesetz auch weiterhin gegen Angriffe von Faschisten und Versuche der Aushöhlung von Grundrechten verteidigen. Wir werden weiter. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Das mache ich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir werden weiter für die Umsetzung des Artikel 15 streiten, ebenso wie für die Abschaffung der Schuldenbremse. Für eine Politik, die die Würde des Menschen achtet und sie schützt und die Grundlagen dafür auch für künftige Generationen erhält. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.